Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Eine Prostituierte ist an der Bundesstraße 4 bei Breitenhees in einem sogenannten Lovemobil überfallen worden. Nach Angaben der Polizei drangen zwei unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in den Wohnwagen ein und forderten Geld von der Prostituierten. Dabei sollen die Männer brutal vorgegangen sein. Die Polizei sucht nun einen Zeugen, der während des Raubüberfalls mit seinem Fahrrad am Wohnwagen vorbeigefahren sein soll. Mehr dazu lesen Sie in der AZ. Der Tierschutzverein Uelzen fordert eine Katzenschutzverordnung. Mit dieser gesetzlichen Bestimmung könnten Kastrationen für freilaufende Tiere zur Pflicht werden. Dass es eine solche Pflicht noch nicht gibt, führt unter anderem dazu, dass ganze Katzenwürfe ausgesetzt werden, heißt es vom Verein. Erst kürzlich wurden im Seepark von Bad Bodenteich Welpen in einem Karton gefunden, die nun im Tierheim versorgt werden. Die Diskussion um den Entwurf für das neue Kurhaus in Bad Bevensen reißt nicht ab. Nachdem Uwe Winter als Chef der Bad Bevensen Marketing GmbH öffentlich den innovativen Charakter des Entwurfs angezweifelt hat, melden sich nun Stadtdirektor Hans-Jürgen Kammer und Bürgermeister Martin Feller zu Wort. Sie betonen, dass mit dem neuen Kurhaus neue Zielgruppen angesprochen werden könnten, insbesondere Kurz- und Kultururlauber. Und jetzt ein Blick aufs Wetter. Das Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken geht weiter. Für Samstag sind sonnige Höchstwerte von 23 bis 24 Grad zu erwarten. Am Sonntag bringt eine schwache Kaltfront mehr Wolken als Sonne und einen Dämpfer auf 20 Grad. Das war ZTV für heute. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.